Schönen guten Tag, Herr Lümmeltütchen. Lümmeltütchen, ja. Dann? Hallo. Hören Sie mich, Herr Merte? Wunderschönen guten Tag. Hallo, wie geht's Ihnen? Ich könnte Ihnen nicht mehr hören. Ja, Sie waren auf einmal weg. Ich hatte gefragt, ob Sie da auch frisch gewaschen sind denn. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Bitte? Hallo? Guten Tag, hallo. Frau Neumann ist am Apparat. Schönen guten Tag, Herr Klaus Heiler. Bin ich richtig wieder? Hallo? Schönen Tag, Herr Thaler. Ich gehe. Bitte bestätigen Sie noch kurz den Auftrag und... Ja, hallo? Schönen guten Tag, stimmt der Herr Klaus in Lümmeltütchen? Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Schnipselparty auf unserem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute gibt's wieder jede Menge kleine Schnipsel, die übergeblieben sind. Ich dachte mir, ich lade euch die ganze Woche einfach mal ein paar Schnipsel hoch, dann haben wir mal wieder ein bisschen Abwechslung drin. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Schnippels. Dann? Hallo. Hören Sie mich, Herr Merte? Ja, jetzt höre ich. Jetzt höre ich was. Irgendwie konnte ich Sie gar nicht hören. Ich grüße Sie. Maya, mein Name, von Dust Aerorolf ist Sie an. Und zwar, gerade eben haben Sie sich informiert auf unserem Plattform und registriert, es geht um Online-Investitionen, oder? Rufen Sie mich mal in 10 Minuten nochmal an. Nochmal in 10 Minuten anrufen, mach mal. Bis gleich dann. Tschüssi. Ja, den haben wir dann recht schnell abgeschüttelt. Aber der hatte auch nicht so wirklich Interesse, noch dran zu bleiben. Manchmal hat man ja hier tatsächlich den Moment, wo sie denn einen dazu zwingen wollen, an der Telefonleitung zu bleiben. Das hatten wir hier in der Tat auch schon des Öfteren. Naja, machen wir mal mit dem nächsten Gespräch weiter. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo. Ja, hallo. Herr Thaler? Ja. Nina Schiller ist am Apparat. Nina Hitler. Aha, Nina Hitler. Okay, wir haben einen komischen Namen. Ja, und? Ja, was denn? Sie sind online auf unserer Plattform, deshalb rufe ich Sie. Ach so, auf welche Plattform denn? Also, Sie wissen diese Plattform. Nee, wie heißt die denn? Ich habe mich gerade bei mehreren angemeldet. Auf welche Plattform sind Sie jetzt? Ich bin zum Beispiel auf BeneFX und auf AvaTrade habe ich jetzt hier auf. Ja, und dann habe ich noch Block the Chain auf. Und von wem sind Sie jetzt? Also, ich bin von BeneFX. Ach, von BeneFX. Okay, cool. Sie haben auf unser also Live-Chat etwas geschrieben. Was meinen Sie damit? Womit? Wie bitte? Womit? Was meinen Sie denn jetzt genau? Ich habe da viel geschrieben. Ja, warum haben Sie diese Worte geschrieben? Welche Worte? Also, das ist diese schlechte Worte. Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Das müsste ja dann schon ein paar Stunden her sein jetzt. Okay, vielleicht wir können eine Geschichte machen. Sie müssen erstmal Ihre Konto aktivieren. Ja. Also, wie würden Sie Ihre Konto aktivieren? Mit AnyDesk. AnyDesk? Das ist nicht eine Zahlungsmethode. Ach so, sowas meinen Sie. Na, denn als Zahlungsmethode, dann würde ich da... Visa oder Mastercard. Ach so. Haben Sie auch die Dongswang-Karte im Angebot? Wie bitte? Ob Sie die Dongswang-Karte auch im Angebot haben? Was ist das? Na, eine Kreditkarte. Nein. Die haben Sie nicht. Wir haben nur Master- oder Visa-Karte. Ach so, schade. Na gut, dann nehme ich die Visa-Karte. Visa-Karte? Hm. Okay.
Wie würden Sie, mit wie viel würden Sie anfangen möchten? 50. Ach so, 50. Unser Mindestbetrag 50. Ja, unser Mindestbetrag ist 250, aber. Ach so, ich dachte, man kann auch mit 50. 250. Können wir da nicht mal eine Ausnahme machen? Wie bitte? Können wir da nicht mal eine Ausnahme machen? Nein. Warum nicht? Erstmal zum Gucken mit 50. Also meine Stimme macht Echo. Bitte öffnen Sie Ihre Lautsprecher. Also ausmachen Sie Ihre Lautsprecher. Nee, den muss ich anlassen, weil sonst höre ich Sie so schlecht. Also ich höre meine Stimme wieder. Ja, ja, das ist, weil ich Sie so schlecht höre, muss ich das hier so laut machen. Ja, sind Sie jetzt noch dran? Brauchen Sie jetzt die Kartennummer? Wie bitte? Ja, brauchen Sie jetzt die Kartennummer? Nein, ich habe keine Kartennummer. Oder nicht? Da will man ihr schon die Kartennummer geben und sie hat keinen Bock. Ja, naja. Irgendwie ist es schon dramatisch. Deren Deutsch ist teilweise so schlecht, dass die nicht mal mitkriegen, dass man da jetzt eigentlich mitspielt bei ihrer Geschichte. Also, das geht in mein Gehirn nicht rein, ne? Also, irgendwo ist dann auch mal Schluss mit der Verständlichkeit. Ich meine, ich kapiere ja viel und verstehe auch viel und ich habe sogar viel mehr Mitleid als viele andere von euch. Aber was soll denn das? Ich meine, ich spiele schon bei ihrem komischen Spielchen mit. Und ja, dann hat sie irgendwie, weiß ich nicht. Also, da scheint einfach was am Deutsch zu fehlen. Und ich verstehe wirklich nicht, warum die solche Leute da hinsetzen. Weil unterm Strich haben sie doch damit echt nichts gewonnen. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit der Angelo? Ja, Angelo Merte. Ich grüße Sie, mein Name ist Sandra. Und ich rufe Sie an von Ducks Iron, weil Sie haben Ihr Interesse gezeigt, Herr Angelo, damit Sie online Geld verdienen. Das heißt nicht Herr Angelo, das heißt Herr Merte. Bitte? Nicht Angelo, Merte. Ja, Merte, Angelo. So steht bei mir. Ja, der Nachname ist Merte. Okay, ich grüße Sie, Herr Merte. Ja. Dann. Gut, Merte. Mein Name ist Sandra, wie gesagt. Mhm. Gut, und ich habe Sie damit Sie registriert haben bei uns. Deshalb melden Sie an. Sie haben sich bei uns heute Abend registriert. Ja, genau. Stimmt, da habe ich gerade mich hier registriert. Hier steht, heiße Schnitten haben Bock auf heißen Sex. Bin ich da richtig? Ja. Okay. Richtig. Super. Sie sind klar richtig, deshalb haben Sie angerufen. Ja. Ich bin zuständig für Sie, damit Ihnen weiterhelfen. Ja. So, um dann auch mal den Verlauf dieses Gesprächs gleich fortan zu erklären. Ich habe ja jetzt hier gefragt, ob ich im Horizontalgewerbe gelandet bin und sie hat's mir tatsächlich bestätigt. Genau deswegen ruft sie mich an. Naja, genau deswegen wird sie auch gleich keinen Bock mehr auf mich haben, denn sie hat mir gesagt, dass sie jetzt von einem Horizontalgewerbe anruft. Sie hat's ja selbstständig, eigenständig bestätigt. Na, dann machen wir auch genau damit weiter. Und wie groß ist Ihre Körbchengröße so? Bitte schön? Die Körbchengröße? Was meinen Sie? Na, Ihre Körbchengröße. Ich habe Sie akustisch verstanden. Was meinen Sie? Ja, Ihre Körbchengröße meine ich. Wie groß ist Ihr Körbchen? Das verstehe ich nicht. Ich habe Sie gefragt, ob Sie Erfahrung in dieser Branche haben, Herr Metzle. Ach so. Ja. Wir sprechen jetzt über Ihr Handelskonto, nicht über mich. Ach so. Und ich habe Sie eine Frage gestellt. Ja, wie war die Frage? Gut, und können Sie, ob Sie Erfahrung in dieser Branche haben? Ja. Haben Sie doch Erfahrung? Ja, da habe ich Erfahrung.
Okay, das ist wunderbar. Und was dann haben Sie investiert? Haben Sie mit Aktien, mit Bitcoin gearbeitet? Mit was haben Sie gearbeitet? Ja, meistens bezahlt man ja da in Bar. Okay, und wie war Ihre Erfahrung? Haben Sie eine gute Erfahrung? Haben Sie Profite erhalten? Ja, ich sag mal, oral hätte besser sein können, aber ja, weiß ich nicht, was ich da jetzt für einen Profit rausgeschlagen haben soll. Okay. Der Doggy war ganz gut. Kann ich wissen, wie lange haben Sie sich investiert oder wie lange haben Sie sich mit den Produkten gearbeitet? Ja, mit den Produkten, wenn ich die mir so nehme, dann meistens kostet es ja 300 Euro oder so. Und so meistens kann ich dann ungefähr so eine Stunde mit dem Produkt spielen. Okay, ich meine, wie lange haben Sie gehandelt? Hier nochmal der ausdrückliche Disclaimer, das ist natürlich eine vollkommen erfundene Geschichte und so würde ich jetzt auch tatsächlich dieses Horizontalwerbe nicht privat bezeichnen. Also die Frauen, die dort arbeiten, sind natürlich keine Produkte, naja, aber ihr wisst ja, warum wir das hier so formulieren. Haben Sie ein, zwei Jahre, ein paar Monate, wie lange haben Sie gehandelt, wie lange haben Sie investiert, meine Lieben? So, das mache ich schon seit 9 Jahren. Okay. Ja, seit 9 Jahren gehe ich da immer wieder in den gleichen Club. Und jetzt wollte ich mal was Neues ausprobieren. Gut zum Wissen. Perfekt. Und haben Sie gesagt, Profite haben Sie noch ein Sätzchen von dort? Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Profit ansehen kann, aber ja doch, vielleicht schon, ja. Okay. Gut, und kann ich wissen, erinnern Sie sich noch so ungefähr, wie viel Sie dort investiert haben? Na, meistens 300 Euro die Stunde. Okay, 300 Euro, gut. Ja, in einer Stunde so, ja. Okay, gut. Wissen Sie, bei uns ist das minimale Betrag 250 Euro. Oh, das ist günstiger. Natürlich handelt mit 250, genau, nicht 300. Das ist günstig, ja. Und genau. Sind Sie denn auch vorher frisch gewaschen? Hallo? Ich kann Sie leider nicht mehr verstehen akustisch. Ja, die nette Pippi von gerade eben, die dann hier auf einmal weg war, die meldet sich dann jetzt tatsächlich noch einmal. Tja, dass die hier nochmal anruft, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber naja, irgendwie, wenn wir das hier nicht zu Dokumentationszwecken und zu Redaktionszwecken veröffentlichen würden, mir würde das kein Mensch glauben, dass ich solche Gespräche führe am Telefon. Ich könnte Ihnen nicht mehr hören. Ja, Sie waren auf einmal weg. Ich hatte gefragt, ob Sie da auch frisch gewaschen sind denn. Herr Metzler. Ja? Ich habe Ihnen gesagt, wir besprechen nicht über mich. Und bitte fragen Sie diese Frage nicht mehr, weil ich möchte Ihnen nur helfen und unterstützen. Ja, aber ich dachte, Sie kosten 250 Euro die Stunde. Ja, Investition, das zahlen Sie nicht bei mir. Ach so, muss ich dann Ihrem Chef geben und dann bekomme ich Sie. Herr Mettle, haben Sie Lust, damit Sie weitergehen mit diesem Konto oder machen Sie Spaß und wissen Sie nicht, mit wem Sie Spaß machen und haben Sie sich jetzt das Person gefunden? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben, was Sie gesagt haben. Ja, Sie auch. Etwas, was Sie sagen, auch hat keinen Sinn. Verstehen Sie mich? Wir besprechen jetzt über eine Handelsgruppe, über eine Investition. Lassen Sie uns das sprechen, ja? Und lassen Sie uns konzentrieren an diese Sache. Nicht an mich, nicht an diese Fragen, weil Sie keine Sinn und keine... Ach, Sie sind gar nicht die Person, die ich dann bekomme. Sie bekommen Produkte und Aktien. Ja, ich rede ja auch von den Produkten. Genau. Und oder wissen Sie nicht, wo Sie registriert haben? Doch. Bekommt man denn da auch mal ein Bild oder so? Ja, bekommen Sie ein Bild mit den Grafiken. Weil das Problem ist ja, 250 Euro ist ja schon günstig, ne? Weil nicht, dass ich denn da irgendwie das Benutzte bekomme, was wo alle schon mit fertig sind, so. Herr Mettler, möchten Sie investieren? Ja, also wie gesagt, für Sie würde ich auch ein bisschen mehr geben. Lassen Sie uns bitte konzentrieren an dieses Handelskonto, was Sie erstellt haben, ja? Und sagen Sie bitte das nicht mehr, okay? Was ich möchte gerne Ihnen unterstützen, ich mache meinen Job. Und ja, ich möchte nicht werden, was Sie wissen möchten. Also machen Sie doch Blowjob. Okay? Gut, lassen Sie mich bitte meinen Job zu machen, ja? Ja, gerne, dann lehne ich mich zurück.
möchte gerne Ihnen eine E-Mail senden. Haben Sie Zugriff jetzt auf Ihre Posteingang? Oder was benutzen Sie? Ja, es hat jetzt tatsächlich 2 Anrufe gebraucht und ewige Minuten, bis die kapiert wird, oder bis die kapiert hat, dass sie verarscht wird. Unglaublich. Also, dass die so lange am Telefon bleibt, das zeugt nicht unbedingt von Intelligenz. Und tja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es wieder, wie immer, an den Deutschkenntnissen gelegen hat. Ja, aber dann frage ich mich, was sucht sie in so einem Callcenter, wenn sie nicht mal ansatzweise Deutsch kann, um dann eben, ja, genau auf sowas nicht reinzufallen. Ich meine, letztendlich hat sie ja damit angefangen. Ich habe ja höflich nachgefragt, ob sie genau aus dieser Werbung ist. Und sie hat das Ganze bestätigt. Also, letztendlich darf sie sich denn im Nachgang auch nicht wundern, dass sie da so komisch von der Seite angemacht wird? Denn sie hat hier ganz klar gesagt, von wo sie aus, also von was sie aus anruft. Ich habe gefragt, ob sie von der Sexwerbung hier aus der E-Mail anruft. Und sie hat ganz klar Ja dazu gesagt. Tja, ich würde sagen, sie hat sich selbst ein Ei gelegt. Ja, und so kann es natürlich dann auch in der Tat mal sein. Ich denke mal nicht, dass es immer so ist, aber tja, wer weiß. Ich meine, sie muss ja nur den richtigen komischen Typen am anderen Ende dran gehabt haben. Aber scheinbar versuchen sie es auch da ewig, doch noch irgendwie an Geld zu kommen. Unfassbar. Naja, aber ich habe euch noch ein bisschen mehr mitgebracht heute. Schönen guten Tag, Herr Lümmelütchen. Lümmelütchen, ja. Ach so, schön, okay. Ich rufe Sie von Benefit. Aber Sie haben einen anderen Namen. Nee. Auf meinem System. Klaus Thaler? Nee. Der Rolf Steiner? Nee. Ja, Peter Patzmanner? Nee. Ja, ja. Nee. Warum haben Sie das gemacht? Weil ihr Betrüger seid. Wie bitte? Weil ihr Betrüger seid. Abzocker. Okay, Kriminelle. Okay. Na Mensch, wenn sie das schon festgestellt hat, dass ich 1000 Mal in ihrem System stehe, dann stellt sich jetzt die Frage, warum hat sie denn überhaupt angerufen? Was hatte dieser Anruf für einen Grund? Und als ich Betrüger gesagt habe, war sie ja dann doch ganz schnell wieder weg. Also, naja, weiß ich nicht. Lass mal so mal weitermachen, ne? Wir haben noch einen Schnipsel mitgebracht. Ja, hallo? Schönen guten Tag, stimmt der Herr Klaus in Lümmelchen? Mit wem spreche ich da? Spreche mit dem Weihnachtsmann. Ja, gib mir mal den Chef. Einen Moment, das werde ich gleich machen, ja? Der Chef möchte nicht gerade also mit ihm sprechen, er möchte zuhören. Warum wird das nichts? Warum denn? Oder wieso denn? Ja, weil ich eine Information für deinen Chef habe. Können Sie mir ja die Information sagen und ich werde es weiterleiten? Nee, die ist vertraulich. Sehr vertraulich, oder? Ja. Okay, Herr Klaus, warum rufen Sie den Chef denn nicht auf die private Nummer an? Ja, dann geben Sie mir den mal weiter. Die Nummer oder den Chef? Ja, die Nummer oder den Chef, das ist mir egal. Schreiben Sie die Nummer auf. Moment, dann brauche ich schnell was zum Schreiben. Ja. So, dann sag mal. 49. 49. Dann kommt die 17. 17, Richtig? 4917? Ja, so wird das nichts mit der Nummer. Dann gib mir mal deinen Chef ans Telefon. Ich hätte eine Information für deinen Chef, die der bestimmt gut finden würde, dass er sie rechtzeitig bekommt. Naja, so wird das halt nichts, ne? Ja, und da war er dann in der Tat einfach weg. Tja, schön, dass er sich als Weihnachtsmann hier in diesem Gespräch vorgestellt hat. Ich weiß nicht, wie die immer auf die Idee kommen, die müssen in diesen Callcentern einfach viel zu viel Zeit haben.
Wahrscheinlich sitzen die manchmal rum und warten drauf, dass endlich mal wieder irgendein dummer Deutscher seine Daten da einträgt. Und dann rufen sie sofort an. Es ist ja tatsächlich in der Tat ganz oft so. Man meldet sich gerade frisch auf solchen Seiten an und sofort. Teilweise hat man die Registration noch nicht mal abgeschlossen, klingelt euer Telefon. Und einer von den Betrügern ist dran. Und ich denke mal, in der Zeit, wo die nichts zu tun haben, tja, werden sie denn die Scambaiter einfach hier anrufen und da, weiß ich nicht. Also es ergibt ja wirklich gar keinen Sinn. Der wollte einfach nur mal so anrufen. Ja, Logik hat es nicht. Aber wenn sie der Meinung sind, dass sie so viel Zeit haben, letztendlich kostet das nicht unser Geld, sondern das Geld des Callcenters. Bitte bestätigen Sie noch kurz den Auftrag und nennen Sie uns jetzt Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Fickt euch. Gibt keinen Auftrag. Seid ihr bescheuert? Ja, und das war dann tatsächlich auch die Reaktion von mir auf diesem komischen Band. Also ich weiß gar nicht, was das soll. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt, vielleicht wollten die bloß ein Ja oder irgendwie so rausschneiden und das dann dazu benutzen. Ich habe da keine Ahnung. Also sowas kommt hier tatsächlich auch öfters einfach mal vor, ohne dass ich gerade irgendwas vorher am Computer gemacht habe. Ne? Also so aus heiterem Himmel. Dass einfach mal irgendwie ein Automat hier bei mir anruft und dann sagt, ja, bestätige mal hier die Bestellung. Also, da sagt doch kein normaler Mensch ja am Telefon. Also, dass man da irgendwie, also fällt mir kaum was zu ein, aber sowas haben wir hier öfters. Naja. Schönen Tag, hier Thaler. Ich bin Antonia Jutzler, personelle Kontoberaterin von Flip Capital. Sie hören sich an wie Gabi Winter. Wie bitte? Ich sage, Sie hören sich an wie Gabi Winter. Habe ich nicht verstanden. Gabi Winter. Gabi Winter? Was bedeutet Gabi Winter? Na, Ihr Name. Nein, ich bin Antonia. Und weiter? Jutzler. Ach so, okay. Und nun? Also gerade haben Sie die Anmeldung gemacht auf dem Flexkapital. Und sind Sie bei dem Flexkapital, ja? Ach, Flexkapital, ja. Was ist damit? Ja. Damit ist gar nichts. Das ist Sie selbst auf dem Flexkapital. Auf dem Flexkapital, und deswegen melde ich. Genau. Und dass Sie Ihre Handelskonto aktivieren möchten, deswegen rufe ich, ja? Deswegen rufen Sie. Was rufen Sie denn? Ciao. Spielen Sie mit ihm im Kindergarten, ja? Na, was wollen Sie denn von mir? Tja, Satzbau wie eine Mülltonne, aber sich dann darüber beschweren, dass der Angerufene aus dem Kindergarten kommt. Ganz genau. Ja, weiß ich nicht, wie die da aber jedes Mal wieder drauf kommen. Ich finde es immer wieder ein Phänomen. Und eigentlich bringt das einem auch tatsächlich, den Puls ein bisschen hoch. Aber was soll man machen, ne? Letztendlich bleibt uns ja nichts anderes übrig, als möglichst ruhig zu bleiben und das Ganze so hinzunehmen. Denn zurückbeleidigen, auch wenn sich das ja einige manchmal wünschen, versuche ich möglichst zu vermeiden. Auch wenn es nicht immer so ganz glatt geht, aber letztendlich, was bringt es, wenn ich aus der Haut fahre? Also im Grunde genommen würde ich mich ja dann nur auf deren Niveau herablassen. Und das passiert tatsächlich ja auch manchmal, dass ich mich auf deren Niveau herablasse, weil es halt auch, irgendwann ist halt auch genug. Ne? Ich meine, wenn ihr den ganzen Tag solche bescheuerten Hohlbirnen am Telefon habt, die euch den ganzen Tag eigentlich von, manchmal ja wirklich 12 Stunden, wenn ich mir mal richtig Zeit dafür nehme, wenn ihr 12 Stunden am Telefon nur Scheiße hört und wirklich nur belogen werdet und das absolut von jedem einzelnen Call und jeder Call erzählt euch die gleiche Rotze, naja, dass man dann irgendwann mal auch ein böses Wort benutzt. Ich glaube, das ist dann auch irgendwann nur noch menschlich. Naja, aber weiß ich nicht, wie die hier jedes Mal auf Kindergarten kommen. Letztendlich rufen die doch mich an. Und dann wundern die sich, dass man da keinen Bock auf die Leute hat. Ich verstehe es nicht. Schönen guten Tag, Herr Klaus Heiler. Bin ich richtig wieder? Ja, richtig, ja. Super, guten Tag. Alex Fox, mein Name. Melde mich vom Börsenmarkt wegen einer Anmeldung, das angegeben ist für Trading-Plattform. Vom Börsenmarkt? Ja. Okay. Und von welchem Börsenmarkt? Ölprofit melde ich mich. Haben Sie sich angemeldet, bitte? Weiß ich nicht. Kann sein, irgendwann mal, ja. Und nun? Was ist jetzt der Grund Ihres Anrufs? Nur ein kleines Moment. Ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner, mein Herr, wegen Ihrer Nachkonto verifizieren lassen. Haben Sie Erfahrung in Online-Trading oder ist es immer noch Neuland für Ihnen? Wo geht?
Wie bitte? Ja, geht. Haben Sie mich auf Lautsprecher gestellt oder weil ich höre mich in den Hintergrund? Weil sonst höre ich Sie so schlecht. Also, ich höre mich ganz schlecht? Ja. Ich rufe Sie nochmal an, weil ich höre Sie auch ganz schlecht. Nö, na, wenn ich jetzt laut habe, dann geht's ja. Ich höre Sie ganz schlecht, weil ich höre mich auch in den Hintergrund, deswegen stört mich das. Ach so, ja. Na ja, dann. Ja. Ich rufe nochmal durch. Ja, erinnert sich ja deswegen nichts an der Leitung. Das Schnuckelchen hat dann natürlich nicht nochmal angerufen. So ist das halt mit Betrügern, die sich über die Qualität der Leitung beschweren. Entschuldige bitte, dass da eventuell durch das Aufnahmeprogramm irgendwie ein Echo zustande kommt, das ich bis heute noch nie selbst nachstellen konnte. Ich meine, ich habe es euch ja damals schon vor einiger Zeit mehrfach erklärt. Wenn ich mich selbst auf dieser Leitung anrufe und da das Aufzeichnungsprogramm läuft ja automatisch, dann automatisch beim okay, drücke ich auf grün, als würde ich jetzt das Gespräch annehmen und bin aber selbst auf der entgegengesetzten Seite. Ich höre da kein Echo. Also ich habe es hier auch mehrfach ausprobiert und Privatgespräche darüber versucht zu führen, war nie ein Problem. Geht. Also kein Echo. Weiß ich nicht, wie die um ein Echo hören. Vielleicht liegt es einfach nur an den ausländischen Leitungen oder einfach nur an irgendein technisches Problem oder weiß ich nicht. Vielleicht machen das auch die Programme von denen irgendwie. Ich habe da keine Ahnung. Naja, aber ist ja auch egal. Wir kriegen ja trotzdem genug Gespräche zustande. Ja? Hallo. Guten Tag, hallo. Frau Neumann ist am Apparat. Ich melde mich von IQ Toro, der Online-Trading-Plattform. Ich spreche mit Herrn Louis Thaler. Ja. Schön, Sie persönlich zu erreichen. Herr Thaler, Sie haben sich gerade eben bei uns registriert. Ich wollte Sie persönlich herzlich willkommen heißen und auch noch fragen, ob Sie alles verstanden haben. Ja, das ist eine komische Seite. Da ist ja hier gleich mit Einzahlen und so. Da kommt man ja gar nicht weiter. Geben Sie mir mal kurz eine Sekunde. Haben Sie nichts Besseres zu tun, Herr Thaler? Wieso? Ja, weil Sie haben irgendwie viel Zeit und haben die Möglichkeit, sich überall zu registrieren mit irgendwelchen E-Mails und irgendwelchen Telefonnummern. Sie haben Besseres zu tun, als uns mit Leuten wie Sie zu befassen. Also einen schönen Tag Ihnen. Na ja, dann hören wir uns bestimmt bald nochmal. Tschüss. Bis bald. In der Tat, dieses Callcenter hatten wir auf gar keinen Fall das letzte Mal im Apparat. Tja, aber witzig, wie das bei denen immer auffällt, so ganz schnell, ne? Die, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass die da sicherlich schon einiges an technisches Know-how mittlerweile reinstecken, um doppelte Anmeldungen irgendwie rauszufinden. Denn ich bin ja auch nicht der Einzige, der die so ein bisschen terrorisiert. Da gibt's ja noch viele, viele andere. Callcenter Scambaiting, Callcenter Fun, Blöder King TV, Callcenter Terrorist, Telefon für Äppler, den Callcenter Louis habe ich, glaube ich, noch vergessen. Genau, den gibt's ja auch noch. Gibt mittlerweile ziemlich viele. Damals hatte der Kai-Uwe Meier damit angefangen. Von Massengeschmack TV war es, glaube ich, ne? Könnte, da weiß ich nicht, ob das 100% richtig ist. Berichtigt mich in den Kommentaren, falls ich irgendwas falsch sage. Dafür sind die, ist die Funktion ja da, ne? Also, natürlich könnt ihr die auch sonst so zuspammen, wenn ihr da nette Sachen reinschreibt. Ja, aber zum Berichtigen könnt ihr das Ganze natürlich auch nutzen, da auch ich nicht immer frei von Fehlern bin. Logisch. Wunderschönen guten Tag. Hallo, wie geht's Ihnen? Das heißt Herr Merte. Das ist Roger Hansen von SAP. Ich habe hier, Sie möchten wahrscheinlich ein Kryptokonto oder was Ähnliches eröffnen, oder? Ja, sowas Ähnliches. Na, wer kennt denn noch unseren Geschichtenerzähler? Erst vor kurzem drüber gesprochen und schon ist er wieder dran. Der ruft tatsächlich bei jedem meiner Charaktere an. Und das meistens nicht nur einmal. Weiß ich nicht, wie man das fertig kriegt. Gut, viele der anderen Callcenter habe ich ja auch des Öfteren mal am Telefon, aber der ist schon echt hartnäckig. Also bei dem ist, gut, kann auch sein, dass seine Stimme einfach nur sehr heraussticht. Die anderen haben wir ja auch alle tausendmal dran. Ob sie Gabi Winter heißen oder Nadja Jüttler oder keine Ahnung, wie sie sich da nennt. Tja. Aber hier bei dem fällt es auf jeden Fall auch immer wieder auf, weil die Stimme ist echt unverwechselbar. Pass mal auf, wir suchen das Verkaufen. Wir machen das hier ganz ruhig. Wir brauchen erstmal Ihr eigene persönliche Empfehlungswert Coinbase-Konto. Das ist am größten in den Vereinigten Staaten. Es gibt auch Binance, aber wir empfehlen Coinbase. Das heißt, Sie öffnen Ihr eigene private Coinbase-Konto. Das können Sie dann mit Ihrem Bankkonto koordinieren, dass Sie da
normalen Bank und Kryptokonto. Also eine Coinbase-Konto ist beziehungsweise eine E-Wallet. Hier muss ich in der Tat auch nochmal unterbrechen. Zu Coinbase gibt es tatsächlich ganz frische neue Neuigkeiten. Ich meine, wenn ihr das Video hört, dann sind sie nicht mehr ganz so warm. Aber lauwarm wenigstens noch. Coinbase ist tatsächlich von der BaFin erlaubt worden, beziehungsweise, wie nennt man das, registriert. Auf jeden Fall, die BaFin hat die in der Positivliste tatsächlich drin. Das heißt, Coinbase selbst müsste demzufolge nach ein sauberes Unternehmen sein. Wenn die BaFin das sagt, dann müsste das auch auf jeden Fall dem so entsprechen. Allerdings, die Betrüger, die benutzen Coinbase immer wieder für nicht seriöse Dinge. Coinbase ist sowas wie Moonpay, ein Währungstauschsystem, wo ihr eben, kann man sich aus dem Ausland vorstellen, ne? Wenn ihr in Urlaub fahrt, Geld tauscht, gibt es ja da solche Geldtauschbuden, so kann man sich Coinbase für Kryptowährung vorstellen. Da tauscht man eben seine Euros oder Dollars in irgendeine Kryptowährung. Ist an sich erstmal nichts Verkehrtes. Nur muss ich sagen, die Coinbase-Seite sieht nicht unbedingt besonders vertrauenswürdig aus. Tja, die BaFin sagt jetzt was anderes. Grundsätzlich kann man sagen, wenn die BaFin das sagt, dann wird sie da auch schon recht haben. Na, also ich möchte Coinbase hier auf jeden Fall denn damit nicht schlecht machen. Aber vom Prinzip, naja, Tipps geben darf ich ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, macht man eine seriösere Seite. Definitiv. Und das Problem ist, Coinbase warnt halt eben auch nicht so wie Moonpay, wenn man da Crypto-Wallets eintippt, die zu irgendwelchen Betrügern gehören könnten. Also zumindest ist es bei mir noch nicht passiert. Naja, aber der Typ hier aus diesem Gespräch, der versucht immer wieder die Leute irgendwie, dass die sich bei Coinbase ein Crypto-Wallet machen, damit ihr denen dann wieder Geld hinterher schmeißen könnt. Da wird dann Coinbase auf jeden Fall wieder missbraucht. Wenn sie das geöffnet haben, können wir, falls sie möchten, auch mit diesem Konto Handeln machen. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, ein Handelskonto haben. Wir können dann in Kryptowährungen handeln, wir können auch in Aktien handeln, aber meistens zum Beispiel in Bitcoin, Ethereum oder verschiedene Kryptowährungen. Da können wir einen Handelsplan machen, Handelsplan durchführen und unserem Handelsplan folgen und unserem Gewinnziel erreichen. Das ist ja die ganze Idee damit. So, ich könnte Ihnen jetzt ein E-Mail schicken mit den Zugangsdaten für ein Coinbase-Konto. Das öffnet, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Können Sie für Privatkonsumption machen, können einen Tesla kaufen, falls Sie möchten. Das ist Ihr eigenes Coinbase-Konto. Nächsten Schritt, wir aktivieren Ihr Handelskonto laut Ihrer Entscheidung. Ich kann Vorschläge machen, was passiert. Zum Beispiel, investieren Sie, das ist nur eine Erklärung jetzt, fangen Sie zum Beispiel mit 2.000 Euro in Bitcoin ein, zu handeln, dann haben Sie zur Verfügung Hebel, achtmal das Geld, das ist ungefähr 16.000, wir handeln mit 18.000 Euro, gewinnen Sie ungefähr 12-15%, das ist realistisch. Wir können also ungefähr von 2.000 Investitionen eine Balance von 4.500 erreichen, ungefähr sowas, wegen Hebel. So verdienen wir unser Geld. Wie verdienen wir unser Geld? Damit wir Hebel zur Verfügung stellen. Klingt das vernünftig so weiter, Jero? Klingt nach genauso ein Scheiß wie von all den anderen Betrügern. Okay. Aber das habe ich dir ja nur schon mehrmals gesagt, unter verschiedenen Namen, du Scheißbetrüger, Abzocker. Das hat mit uns nicht Abzocker, tun. Natürlich hat Abzocker was mit dir zu tun, weil du rufst hier ständig an. Haben Sie wahrscheinlich haben Sie einen neuen Namen? Natürlich, Angelo Merte ist mein aktueller neuer Name. Und du rufst hier jedes Mal auf einer Betrüger-Hotline-Leitung an. Warum gehen Sie dann rein und erklären das hier? Na, damit ich dich auf YouTube stellen kann und alle zuhören können, was du für eine Scheiße laberst. Alles klar, vielen Dank, denn ciao. Bitteschön, Betrüger. Upsi. Da war ich wieder ein bisschen böse. Naja, es war ja noch verhältnismäßig freundlich böse. Aber den Typen, den habe ich nur schon so oft dran. Und jedes Mal mit seiner tollen Lala-Märchenstimme. Am Anfang dachte ich noch, weil er hat ja wirklich, als ich das erste Mal mit ihm über seinen Betrug geredet habe, da hat er noch ein ganzes Video allein gehabt, weil wir ja wirklich ewig gequatscht haben. War auch so ein Typ mit einer ganzen Stunde.
Ja, da habe ich gedacht, er hat tatsächlich vielleicht auch begriffen, dass der einfach nur als Rentner in einem falschen Callcenter gelandet ist. Aber der Typ, der das, also wenn er nicht sogar die Masche ganz alleine durchzieht, die Webseite ihm komplett alleine gehört und er diesen Betrug immer macht, weil von dieser Firma oder zumindest mit diesem Coinbase-Thema ruft immer dieser Typ an. Absolut immer dieser Typ. Tja, ich würde sagen, selbstständiger Betrüger. Selbstständiger Abzocker, freiberuflicher Abzocker, so könnte man das Ganze auch nennen. Ich weiß es nicht. Tja, auf jeden Fall ist es traurig, dass der in seinem Alter, zumindest wenn man jetzt von der Stimme ausgeht, so eine Scheiße noch macht. Und das Schlimme ist ja, der ist noch halbwegs vertrauenswürdig. Gut, dieses Mal fand ich es ein bisschen komisch, weil er immer gleich anfängt mit, hier komm, pass mal auf, das machen wir erstmal ganz ruhig. Fand ich jetzt nicht mehr so seriös. Mittlerweile ist er wohl irgendwie dem Betrügerslang verfallen. Ich weiß es nicht. Aber wirklich, ja, weiß man nicht so richtig, was dazu zu sagen. Ne? Ich hoffe, euch hat die Schnipselparty wieder gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid, den Daumen nach oben. Tut nicht weh, wenn ihr den drückt. Wer noch nicht hat, der Abo-Button, der sollte auf jeden Fall grau sein. Am besten mit der Glocke daneben. Wenn die aktiviert ist, gibt es immer eine kleine Information, wenn was Neues hochgeladen wurde. Und ihr unterstützt gleichzeitig auch die Arbeit von diesem Kanal. Ansonsten seht ihr jetzt noch die Playlist zu allen anderen Videos. Ich bedanke mich. Bis morgen. Ciao, ciao.